Wie arm sind die Menschen in den Parlamenten, so reich an Idealen, Ideen und Talenten. Und doch viele Maßnahmen bergen Entsetzen. Sie kennen den Sachzwang mit den Arbeitsplätzen, mehr Autos, mehr Straßen, da gibt's gar nicht fliehen. Ein Sachzwang zum Sachzwang für mehr Energien. Was herrscht, ist politische Sachstrategie. Was bleibt, ist die Farce einer Demokratie. Der Sachzwang ist schuld. Nur der Sachzwang ist schuld. Nur der Sachzwang. Der Sachzwang ist schuld. Diese furchtbare Enge der sachlichen Zwänge. Der Sachzwang. Der Sachzwang ist schuld. Wir nicht. Zeitkritik im Walzertakt. Eine Spielart der Satire, die dem Österreicher Werner Schneider schon immer besonderen Spaß gemacht hat. Dem Publikum bittere Pillen in tröstlicher Verpackung zu verabreichen. Mit ungeschminkter Ernsthaftigkeit war bei ihm aber auch jederzeit zu rechnen. Zum Beispiel, als er im Krisenjahr 2008 demonstrativ bekannte: Ich bin konservativ. Ich bin konservativ. Schon wichtig, wie gut die Bilanz ist. Doch nur, wenn die Erde noch ganz ist. Da bin ich ganz konservativ. Ich bin konservativ. Verachtet sein von Kindeskindern. Ich weiß nicht. Ich will das verhindern. Ich bin eben konservativ. Ich bin konservativ. Den Titel für das Programm, mit dem Werner Schneider 2008 nach 12-jähriger Abstinenz auf die Kabarettbühne zurückkehrte, hatte er ganz bewusst so gewählt, um einen folgenreichen Paradigmenwechsel genauer unter die Lupe zu nehmen, der die politische Parteienlandschaft entscheidend verändert hat. Konservativ kommt von conservare und das heißt bewahren und das ist das Gegenteil von zerstören. Und diese politischen Kräfte, die sich ganz besonders heftig als konservativ begreifen, bewahren nicht, sondern sie zerstören. Sie zerstören die soziale Balance, sie zerstören die Umwelt, sie zerstören sogar die kaufmännische Moral und sie zerstören, wenn das, was ich die militaristische Marktwirtschaft nenne, ganz besonders große Umsätze macht, dann zerstören sie auch den Frieden. Also ich muss den Leuten diesen Begriff wegnehmen. Konservativ sind Grüne, konservativ sind Linke, konservativ sind Liberale, aber dass diese sehr, sehr bürgerlichen, leicht rechten Parteien sich konservativ nennen dürfen, ist ein Hohn. Die Basis jedes Pyramidenspiels ist die sogenannte Wachstumsideologie. Deren Jünger verkünden die ökonomische Heilslehre des Mittelalters. Die Erde ist eine Scheibe und man muss sich möglichst viel davon abschneiden. Dennoch verkünden immer wieder Politiker parteiübergreifend das immerwährende Wachstum als die große Lösungsmöglichkeit der sozialpolitischen Probleme. Das immerwährende Wachstum. So blöd ist kein Baum. Das immerwährende Wachstum vergrößert nur die viel zitierte Schere zwischen Arm und Reich. Es ist ganz leicht zu erklären. Bei einem 10-prozentigen Wachstumsschub hat der 100 hatte 110 und der 100.000 hatte, hat 110.000. Ergebnis, die Schere, Das begreift jeder Zahlkellner. Die Politiker nicht. Die Politiker sagen, soziale Gerechtigkeit ist nur im und mittels Wachstum möglich. Das ist ein völliger Unsinn. Soziale Gerechtigkeit heißt ja nichts anderes als teilen. Ist in jeder sozialen Schieflage möglich, auch in der Talsohle, selbst im Minuswachstum. Übrigens ein Begriff, der die Intelligenz der Nationalökonomen ganz klar enthüllt. Minuswachstum. Das Gegenteil hieße Plusschrumpfen. Die Politiker sagen, das immerwährende Wachstum sichert die Arbeitsplätze, die pausenlos geschaffen werden. War es eher das Gegenteil. Denn die Gewinne, die nicht den Zockern gegeben werden, fließen in die Rationalisierung.
in Roboter, in Elektronengehirne, wodurch wiederum Freisetzungen möglich werden. Ich sage Ihnen mein Lieblingsbeispiel. Früher in meiner Jugend hat ein Barbesitzer ein Bartrio engagiert. Heute kommt sein Arsch mit einem Tastencomputer. Der Computer produziert Bass und Schlagzeug. Und der sogenannte Musiker spielt mit einem Finger eine Melodie und ruft ein Arrangement für 200 Geigen ab. Es werden also nicht nur die Arbeitsplätze von zwei Musikern vernichtet, sondern auch der des Klavierlehrers. Es war ein ebenso elegant wie angriffslustig auftretender Werner Schneider, der im Mai 2010 im schweizerischen Chur mit dem Radiokabarettpreis Salzburger Stier für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Dass er in diesem Metier einmal solche Ehrungen erhalten würde, war in den ersten Jahrzehnten seines bewegten Lebens keineswegs abzusehen. Denn dieser Vielbegabte, der sich selbst einen Universaldilettanten nennt, fand erst relativ spät zum Kabarett. 1937 in Graz geboren, verlebte Werner Schneider eine kleinbürgerlich geprägte Kindheit am Rande von Klagenfurt. Die Schmach des verlorenen Krieges wollte man dort möglichst schnell vergessen und mit unbequemen Fragen, etwa nach der Schuld für die NS-Verbrechen, nicht behelligt werden. Schon gar nicht aus dem Munde eines vorlauten Jugendlichen. Wie zäh sich braunes Gedankengut sogar in den Köpfen von Gleichaltrigen hielt, beschreibt Werner Schneider am Beispiel eines hochbegabten Mitschülers am Gymnasium. Der war sowohl ein tiefgläubiger Katholik als auch ein Rassist allerärgster Kategorie. Bei dem haben die Neger gestunken, die Juden haben die Weltverschwörung vorbereitet und die Deutschen waren im Rahmen der auserwählten weißen Rasse der Gipfel auf der Pyramide. Und ich habe mir gedacht, irgendwas kann da nicht stimmen, denn auf der einen Seite ist er so gescheit und auf der anderen Seite ist er ein Idiot. Unsere jahrelange Auseinandersetzung, die dem gefolgt ist, hat für mich die Erkenntnis ergeben, dass das, was man Intelligenz nennt, vor Idiotie überhaupt nicht feit. Also das sind zwei ganz verschiedene Ebenen. Die Frage, wie man solche Widersprüche erklären kann, hat Werner Schneider keine Ruhe gelassen. Wissbegierig wie er war, suchte er nach Antworten, auch in der Literatur. Einen für ihn besonders wichtigen Lesetipp erhielt er von einem lyrikbegeisterten Philosophielehrer. Der hat also einfach mit uns Mitleid gehabt, weil er gewusst hat, dass unser Deutschprofessor im Mittelalter verharrt und von der Moderne überhaupt nichts weiß. Und er hat uns immer moderne Lyrik vorgelesen am Ende der Stunde. Und da hat er dann eines Tages vorgelesen die politischen Gedichte des Erich Kästner, wo ich dazu sagen muss, dass ja das Erich Kästner-Bild vollkommen verstellt wird von den Kinderbüchern und von den bisschen braven und biederen komischen Romanen. Die politische Lyrik des Erich Kästner ist das Grandioseste, was es in der deutschen Sprache auf diesem Gebiet gibt, also mit das Grandioseste. Und diese Sachen haben mich unglaublich agitiert, muss ich sagen, weil ich der Meinung war, endlich lese ich von einem prominenten Autor das, was ich die ganze Zeit fühle und denke. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühn in den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips gefreiten Knöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort. Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will und es ist sein Beruf, etwas zu wollen, steht der Verstand erst stramm und zweitens still. Die Augen rechts mit dem Rückgrat rollen. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenem Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren. Dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Erich Kästner, 1967. Die Präzision, mit der es diesem feinnervigen Melancholiker gelang, Zeitstimmungen literarisch auf den Punkt zu bringen, wurde für Werner Schneider nicht nur inhaltlich zu einer Art Erweckungserlebnis, sondern auch formal. Was mich begeistert hat, war, dass diese Texte in mich einfuhren wie das Messer in die Butter. Und ich konnte sehr bald definieren, warum. Weil diese Sprachmelodie war, diese Zucht
der Reim, der Reimzwang, die Form, diese Strophenlyrik, die mit einer Exaktheit notiert ist, und dennoch merkt man nie eine Anstrengung. Ich habe gewusst, das ist eine herrliche Aufgabe, einen Gedanken so sozusagen zu dressieren, dass der artistisch daherkommt, aber doch als selbstverständlich und begreifbar. Also wenn der Kästner schreibt in der Ansprache Millionäre, der Mensch ist schlecht, der bleibt es künftig, ihr sollt euch keine Flügel anheften. Ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig. Wir sprechen von Geschäften. Wie sieht das, greift bei mir. Anfang der 1980er Jahre schrieb Werner Schneider eine Kästner-Biografie, in der er dessen politische Lyrik erstmals ausführlich würdigte und trat zudem als ausgezeichneter Interpret dieser Texte hervor. Der Mensch ist gut, da gibt es nichts zu lachen. In Lesebüchern schmeckt das wie Kompott. Der Mensch ist gut. Da kann man gar nichts machen. Er hat das, wie man hört, vom lieben Gott. Einschränkungshalber spricht man zwar von Kriegen, wohl weil der letzte Krieg erst neulich war, doch ließ man denn die Krüppel draußen liegen? Die Witwen kriegten sogar Honorar. Der Mensch ist gut. Wenn er noch besser wäre, wäre er zu gut für die bescheidene Welt. Auch die Moral hat ihr Gesetz der Schwere. Der schlechte Kerl kommt hoch, der gute fällt. Das ist so, wie es ist, geschickt gemacht. Gott will es so. Not lehrt bekanntlich beten. Er hat sich das nicht übel ausgedacht und lässt uns um des Himmels willen treten. Der Mensch ist gut und darum geht's ihm schlecht. Denn wenn's ihm besser ginge, wäre er böse. Drum betet: Herr Direktor, quäl uns recht. Gott will es so. Und sein System hat Größe. Der Mensch ist gut, drum haut ihm in die Fresse. Und seid so gut und seid so schlecht, wie's geht. Drückt Löhne, zelebriert die Leipziger Messe. Der Himmel hat für sowas immer Interesse. Der Mensch bleibt gut, weil ihr den Kram versteht. Eine besondere Begeisterung für Lyrik sollte Werner Schneider lebenslang begleiten. Ähnliches gilt für die Welt der Bühnenkunst, die ihn schon als Schüler geradezu magisch anzog. Schauspiel, Oper, Operetten, er verschlang alles, was das Klagenfurter Stadttheater zu bieten hatte. Und trieb sich ansonsten am liebsten auf dem Fußballplatz herum. Mit 15 beschloss er, Journalist zu werden. Aber nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern sofort. Und bewarb sich bei der Klagenfurter Lokalredaktion einer Grazer Tageszeitung. Dort staunte man nicht schlecht, ob der Chuzpe dieses hünenhaften Teenagers, zumal der nicht mal zu wissen schien, worüber er überhaupt schreiben wollte. Dennoch gab man ihm eine Chance, als Sportreporter. Und wie ich über Sport geschrieben habe, da hat eben mein Chefredakteur da gefunden, ich könnte auch was anderes. Und dann hat er mich eines Tages in ein Konzert der Katharina Valente geschickt und dann habe ich dann später auch einmal ins Theater gehen dürfen für die Zeitung. Und so ist es gewachsen. Für Werner Schneider war das eine ideale Situation. Er konnte das tun, was ihm ohnehin besonderen Spaß machte und sich damit auch noch sein Taschengeld erheblich aufbessern. Parallel dazu lernt man das Handwerk des Journalismus und damit im besten Fall auch das Handwerk des Schreibens. Und so ergibt sich dann natürlich die Grenzüberschreitung, wo der literarische Journalismus entsteht und vielleicht eben dann die politische Lyrik und der Aphorismus und die Glosse. Das sind ja alle so Formen, die man, wenn man will, beherrschen kann, wenn man sie lernt und trainiert. Learning by doing. Dieses Prinzip wurde fortan zu seinem Lebensmotto. Fast alles, was Werner Schneider beruflich gemacht hat, hat er sich mehr oder weniger autodidaktisch angeeignet. Dass er sich nach dem Abitur für ein Publizistikstudium einschrieb, war vor allem dem Wunsch seiner Eltern geschuldet, die aus ihm unbedingt einen Akademiker machen wollten. Diese Art bürgerlichen Aufstiegsehrgeizes war ihm zwar zuwider, aber die Chance, dadurch dem elterlichen Zugriff zu entfliehen, hat er gerne genutzt.
Dann kam ich nach Wien und habe etwas kennengelernt, was man damals Kellertheater bezeichnet hat, so die Amerikaner sagen, die Off-Bühnen. Die Kleinen, die Schauspieler, die noch nichts sind, aber was werden wollen und die Stücke spielen, die großen Theater nicht spielen. Das war für mich das ganz große Abenteuer. Ich habe gewusst, ich muss da mitreden, ob ich jetzt Theaterkritiker werde oder Dramaturg oder Theaterdirektor oder was. Das wusste ich alles nicht. Ich habe nur gewusst, ich muss dabei sein. Also schrieb Werner Schneider nun auch noch Theaterstücke, betätigte sich weiter journalistisch und frönte ausgiebig einer weiteren Leidenschaft, dem Gesang. Durch seinen Vater hatte er einen großen Fundus an Wiener Liedern und Operettenschlagern kennen und lieben gelernt. Wenn er nun mit seinen Kommilitonen zum Heurigen ging, sorgte er mit seinen Gesangseinlagen für so große Begeisterung, dass ihnen eine Runde Wein nach der anderen spendiert wurde. Auch tingelte er gerne als Jazzsänger durch Wiener Nachtbars. Ein Leben ohne die Musik, ohne den Gesang, sagt Werner Schneider, wäre für ihn gar nicht vorstellbar gewesen. Mein liebes Lied ist ein Geigenlied, ein Zigeunerlied. Ich hör's ziemlich gern, auch vom Cocktailklavier. Mein liebes Lied ist ein Opernlied, ist ein Wienerlied. Den kleinen Stich Operettenmanie. Was die Musikkritik befindet, interessiert mich nicht. Und was der Jazzfan meint, ist mir egal. Ob sich ein Rocker windet, das tangiert mich nicht. Ich will nur, dass du lächelst, wie beim ersten Mal. Mein liebes Lied ist kein großes Lied, auch kein neues Lied. Es hat ganz sicherlich nicht sehr viel Beat. Es ist wahrscheinlicher, dass es ganz leise swingt. Und es ist unbedingt, und es ist unbedingt ein Lied. Schon immer war Werner Schneider einer, der polarisiert, in keine Schublade passt. Gratwanderungen zwischen Intellekt und Entertainment, die sich von Anfang an wie ein roter Faden durch seine Karriere zogen, wurden zu seinem Markenzeichen. Das unbekümmerte Wildern in den unterschiedlichsten Professionen hat ihm aber nicht nur Anerkennung eingebracht, sondern zuweilen auch herbe Kritik, kreisend um die Frage, wofür dieser Schneider denn nun eigentlich stehe. Da werde ich ein bisschen aggressiv dann in der Gegenrede, weil ich sage, warum wundern Sie sich? Warum meinen Sie, die Menschen müssen alle so eindimensional sein, so wahnsinnig liniert? Gegen Ende seines Studiums, das er Anfang der 1960er Jahre abgeschlossen hat, sogar mit Promotion, stand der so vielseitig Interessierte vor der schwierigen Frage, was er nun eigentlich zu seinem Brotberuf machen sollte. Journalismus? Theater? Oder Musik? Eher halbherzig nahm er einen Job als Werbetexter an, verfolgte seine anderen Interessen aber nebenbei weiter. Und über Annahme eines Theaterstückes habe ich dann den Entschluss gefasst, mit meiner zukünftigen Frau, die diese Entscheidung mitgetragen hat, auf das Geld zu pfeifen. Ich habe als Werbetexter viel Geld verdient. Und um eine kümmerliche Gage an das Landestheater Salzburg zu gehen, so als zweiter Dramaturg und PR-Mann. Und da war ich dann 2 Jahre Dramaturg und dann noch 1 Jahr in einem anderen Theater. Und dann war die Situation schon so, dass ich es riskiert habe, Freiberufler zu werden. Und zwar im Wesentlichen als Autor und Regisseur für Bühne, Hörfunk und Fernsehen. Aber auch als Liedtexter und durch mehrere Buchveröffentlichungen mit Lyrik und Erzählungen hatte Werner Schneider sich bereits einen Namen machen können, bevor er Anfang der 1970er Jahre erstmals mit dem Gedanken spielte, Kabarettist zu werden. Also ich bin da hineingeschlittert wie in so vieles. Ich habe mit einem Salzburger Literatenkollegen in Wien im Bandclub gelesen. Da sind wir draufgekommen, dass wir sehr viele Texte gegen die Hochkultur haben beide.
also Salzburger Festspiele im Speziellen, weil wir in Salzburg gelebt haben beide. Dann haben wir gesagt, wir machen diese Lesung in Salzburg auch. Dann kam der Kollege und sagte, wollen wir nicht ein paar Dialoge schreiben? Sag ich, bitte gerne, wenn du meinst, wir schreiben ein paar Dialoge, kein Problem. Dann kam er wieder und sagte, wollen wir nicht ein paar Lieder singen? Sag ich, kannst du singen? Sagt er, ja, ich habe im Kirchenchor gesungen. Kannst du singen? Sag ich, na ja, ich habe im Nachtclub gesungen. Ich kann das auch, ja. Und dann haben wir ein paar Lieder geschrieben, also Parodietexte auf bekannte Lieder. Und dann haben wir so einen Abend gemacht, der hieß Festzeller. Es war lustig und es war offenbar damals eine Vakanz da, ein Vakuum. Und das war unglaublich erfolgreich. Es kam das Fernsehen, hat uns interviewt. Und es kamen Kollegen aus der Branche, Luise Martini, Axel Korte und so, die haben gesagt, du, das ist dein Weg, das solltest du machen. Und ich war arrogant, nicht? Und naja, warum? Muss ja nicht sein. Und einer der Freunde, der Kurt Weinzierl, der Schauspieler Kurt Weinzierl, der hat keine Ruhe gegeben, der war mit dem Hildebrand auf Theatertournee und hat dem Hildebrand gesagt, weil der ihm gesagt hat, er ist durch mit dem Kabarett, es fällt ihm nichts mehr ein, er braucht eine neue Form und einen schreibenden Partner. Da hat der Weinzierl gesagt, den kenne ich. Und der hat dieses Duo gekuppelt. So entstand Hildebrand Schneider. Brüderlein, Brüderlein und Brüderlein, wollen alle wir sein, ob Lump oder Schwein. Brüderlein, Brüderlein und Brüderlein, lass den Bruderkuss uns heucheln. Ich verfrüh bis spät, Solidarität wollen wir uns auch längst meucheln. CSU, CDU, du, immer zu. SPD, FDP, immer zu. Industrie, unsere Wachstumsindustrie, die Gewerkschaft liebt sie, so heiß wie Schluss. Drum schlaget Armen lasst uns ihn schlaget ein, zu schlaget ein, sehen. Schlaget ein. Und auf jeden Fall, bis zum großen Knall, geben einig untergehen. Flüsse tot, Gift im Brot, du, immer zu, Opfer direkt, du. Was wird wohl nach uns sein? Du, arm sind die Kinderlein. Du, was sein muss, muss halt sein. Wohnungsnot, Hungertod, Leistungssport, Menschenmord. Wird der Planet uns auch blöd, komm, wir scheißen ihn zu. Aber Himmel, Herr, du. Das Duo mit Dieter Hildebrand hat Werner Schneiders Karriere einen entscheidenden Schub gegeben und ihm künstlerisch völlig neue Perspektiven eröffnet. Denn das hat mich ja in eine ganz, ganz andere Schiene gebracht und das hat mich ja sozusagen auch literarisch umgeformt. Denn ich hatte ja bis dahin noch die Idee, das große Drama zu schreiben und vielleicht auch den Roman. Und ich wollte eben in irgendeiner Form, also in der Literatur, eine Nummer werden, wenn Sie so wollen. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass für mich eigentlich die kleine Form, das Sketch, das Chanson, das kleine satirische Solo, dass das eigentlich meine Domäne ist. Und da habe ich dann von allen anderen großen Ambitionen Abstand genommen
und habe alles, was ich konnte an Energie und technischem Können, eben auf die Kabaretttexte verwandt. Und da haben wir eine Art der Zusammenarbeit gefunden, die, glaube ich, sehr, sehr glücklich war. Was vor allem daran gelegen haben dürfte, dass diese beiden Ausnahmekünstler sich ideal ergänzten. Klein, quirlig und schlagfertig der eine, groß, eher cool und abgeklärt wirkend der andere. Dass der Kabarettstar Dieter Hildebrandt sich auf die Zusammenarbeit mit diesem großen Unbekannten überhaupt einließ, hat damals viele gewundert. Denn Werner Schneider musste sich auf der Kabarettbühne erst noch bewähren, was ihm erstaunlich schnell gelang. Wie sehr er es liebt, im Rampenlicht zu stehen, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Das geht jetzt wirklich in das Triebleben, nicht? Also man ist entweder ein Rampenschwein oder man ist kein Rampenschwein. Es gibt Menschen, die leben eben nach innen oder für sich, die können das, das hat meinen hohen Respekt. Ich kann das nicht, ich muss an die Rampe. Dieter Hildebrandt mangelte es zwar auch nicht an öffentlichem Mitteilungsdrang, aber die große Pose lag ihm fern. Ganz anders Werner Schneider. Immer dann, wenn er Anflüge von Blasiertheit oder Arroganz zeigte oder wenn sein Drang durchblitzte, den glamourösen Entertainer zu geben, musste er mit Frotzeleien von Seiten seines Bühnenpartners rechnen. Es waren diese Gegensätze, aus denen die beiden als Duo eine besondere Spannung und viel Situationskomik schöpften. Auch in ihrer Arbeitsweise unterschieden sie sich sehr. Dieter Hildebrandt war es von der Lach und Schieß her gewohnt, Nummern zu schreiben, die dann, wenn überhaupt, erst danach in ein Programm eingebaut wurden. Kurzum, es war ein dramaturgischer Sauhaufen. Ich kam aus einer ganz anderen Ecke. Ich kam aus der Erfahrung des Wiener Kellertheaters mit kleinen Theaterformen, mit minimalistischem Aufwand. Und ich habe immer gesagt, also was wollen wir machen? Dann haben wir die Themen eingegrenzt. Dann haben wir den Themen einen Ablauf gegeben, also sozusagen eine thematische Dramaturgie. Und dann haben wir gesagt, und jetzt pass auf, was schreibst das du, das schreibe ich, das möchte ich tun. Nein, ja, schreib du das, dann schreibe ich das und das wird ein Lied, das könnte ein Dialog werden, das versuche ich im Solo. Das haben wir alles besprochen, bevor wir geschrieben haben. Der Hildebrandt hat in einem Interview gesagt, ich habe vom Schneider eine ganz neue Art des Denkens kennengelernt. Also ich habe in das Nummernkabarett das eingeführt, was man Dramaturgie nennt. Talk täglich nannten Werner Schneider und Dieter Hildebrandt ihr erstes gemeinsames Programm, das im Mai 1974 in der Münchner Lach- und Schieß-Premiere hatte. Es ist inzwischen etwas weit Komischeres erfunden worden als das Kabarett, nämlich die Talkshow. Ja, macht eine erstaunliche Karriere, dieses Interview in der Riesentrommel, das ist richtig. Warum eigentlich? Ja, weil wir leben im Zeitalter der permanenten Selbstdarstellung. Der psychischen Rampengeilheit. Man trägt die Seele dekultiert. Ja, und das Publikum ist einerseits geiler Passant und andererseits Psychiater. Die Bühne, eine Couch. Ja. Die Talkshow ist nämlich schon sehr, sehr alt. Wissen Sie das? Die gibt's schon lange, die gibt's schon, no, vom, also ich würde sagen, vom Abendmahl bis zum Frühschoppen. Also, um die Protagonisten zu nennen, also von Jesus bis Höfer, ja. Wissen Sie, die katholische Ohrenbeichte, wenn man die senden könnte, das wäre eine Talkshow, das wäre... Aber Sie haben recht mit der Talkshow. Ich meine, man müsste wirklich gerne machen, weil in der Talkshow, da kommt man den Dingen wirklich auf den Grund. Weil da stellt man einfach so lange Fragen, bis irgendwann eine Antwort wirklich mal stimmt. Ist auch zweifelhaft. Wissen Sie, weil verschiedene Formulierungen sind ja verschieden interpretierbar. Wie verstehen Sie das zum Beispiel, wenn ein Politiker sagt, wir leben in einer Krise? Naja, dass wir in einer Krise leben. Sehen Sie, der Mann dachte aber an seine Frau. Aber Sie haben nicht Unrecht. Es steckt in der Talkshow etwas eminent Positives. Eine sogenannte Sicker-Pointe, merken Sie? Was ich Ihnen sagen wollte, es steckt in der Talkshow etwas eminent Positives. Sie ist ein Vehikel für Kommunikation. Ja, das ist das Zauberwort, Kommunikation. Also wenn ich mal überlege, wie arm und primitiv die Menschen früher dran waren, nicht? Die mussten sich erst miteinander bekannt machen, mussten miteinander reden, essen, schlafen, nicht? Anstatt einfach nur zu kommunizieren.
Talk. 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 Wie im Fernsehen. Mit einem Unterschied. Wir lassen den Bildschirm weg, dieses Präservativ der Realität. 8 Jahre lang haben Werner Schneider und Dieter Hildebrandt als Duo überaus erfolgreich zusammengearbeitet. Von den Texten, die sie damals geschrieben haben, klingen viele noch heute erstaunlich aktuell. Wir sind doch jetzt in der Tat vor einer Situation, wo die gescheitesten Leute aus den verschiedensten Lagern den großen Crash prophezeien. Und wenn ich als Kabarettist mit Hildebrandt im Jahre 77 ein Programm gemacht habe, das hieß Wie abgerissen. Da waren 2 Kapitalisten in noch schönen Anzügen, also ehemals schönen Anzügen, aber jetzt verwahrlost, bei einer Müllhalde und haben versucht, noch Brauchbares aus der Mülltonne herauszufinden und haben einander gegenseitig die Schuld gegeben, dass es so weit gekommen ist. Dieses Programm können Sie morgen spielen und die Leute glauben nicht, dass es nicht vor einem Monat geschrieben worden ist. Eine Bank machte pleite, bald darauf eine zweite und das hat mich doch leicht enerviert. Mein Bankier sagte: Hören Sie solche Meldungen, stören Sie. Sie wissen doch, dass nichts passiert. Das war nur eine Ausnahme, weil da wer zu viel rausnahm und die Fachwelt ist ganz konsterniert. Aber richtige Banken kommen niemals ins Wanken. Nein, ihr Geld ist sehr gut observiert. Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, sicher für wen? Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, für wen? Doch dann kam es bei Zeiten noch zu weiteren Pleiten und die Fachwelt war sehr irritiert. Mein Bankier sagte: Ehrlich, es ist ganz unerklärlich, eine Schande, dass sowas passiert. Denn die Bank ist im Grunde in dem Staat das Gesunde, alles andere ist dagegen krank. Und ich sag, schaut ein Bankhaus einmal wirtschaftlich krank aus, nein, dann ist das keine wahre Bank. Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, sicher für wen? Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, für wen? Aber dann gab's ein Krachen, da war nichts mehr zu machen, dieser Krach hieß totaler Ruin. Mein Bankier sagte: Schauen Sie, ich sag Ihnen, vertrauen Sie nur auf mich, bis ich wieder wer bin. Ja, bitte bald. Nur nicht die Nerven verlieren, das System kritisieren. Aber unsere Wirtschaft, die hat sich bewährt. Ja, wenn Sie meinen. Bitte nur keine Neuheit, auch verarmen ist Freiheit, denn mein Vater hat mich schon gelehrt. Jetzt weiß ich's. Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, sicher für wen? Sicher, Geld ist immer sicher, bleibt nur die Frage, für wen? Werner Schneider und Dieter Hildebrandt mit einem Lied über die Systemrelevanz von Banken aus ihrem Programm Wie abgerissen von 1977. 1979 gelang ihnen eine treffsichere Prognose, wie Jahrzehnte später der Computer unser aller Leben bestimmen würde. So, so, Sie wollen also Beamter werden? Ja, so einer wie Sie, Sie sind mein Vorbild. Sie wissen aber, dass die Personal- und Lohnkosten des Staates ohnehin schon viel zu hoch sind. Viel zu hoch, viel zu hoch. Aber kommt es auf ein Gehalt für mich noch an? Sind Sie mit Ihrer Existenz unzufrieden? Es ist furchtbar. Ich bin ein freier Mensch, zahle in eine Versicherung ein, mache denen ein schönes Leben, die dann darüber zu befinden haben, was ich vom Eingezahlten zurückbekomme. Ja, aber als Freier sind Sie doch selbstständig, unkündbar. Aber als Beamter doch auch. Und Arbeitszeitverkürzung für einen Freien, eine freiwillige Einkommenseinbuße für einen Beamten, eine standespolitische Selbstverständlichkeit. So, so. Was wollen Sie denn leisten als Beamter? Arbeitsplätze schaffen. Für Beamte.
Ein Amt gründen. Amt für Zwangsvollbeschäftigung von Beamten. AFZB. Nicht unoriginell. Sie sind ein interessanter Kopf. Aber Sie wissen doch, dass bis 1990 25-40% aller Büromenschen wegrationalisiert sein werden durch den Computer. Das darf eben nicht geschehen. Wird aber. Dann werden wir ein Amt gründen. Amt gründen. Ein Amt für Zwangsvollbeschäftigung von Computern. Und nur noch Beamte haben darüber zu befinden, wie viele Beamte durch Computer ersetzt werden dürfen. Ja, aber das macht ja dann auch der Computer. Nicht, wenn ich mich ins Parlament wählen lasse als Beamter. Nicht, wenn alle Parlamente von Beamten besetzt sind. Nicht, wenn alle Parteien von Beamten besetzt sind. Nicht, wenn alle Parteiprogramme von Beamten genehmigt und abgestempelt werden müssen. Was wird dann? Dann werden wir den größten politischen Entschluss dieses Jahrhunderts fassen. Wechselseitige Zwangsvollbeschäftigung von Beamten und Computern. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Einer wird kommen und wird beweisen, dass mein Großvater recht hatte, als er sagte, Bub, was doch passiert, der Beamte hat die Sicherheit. Wir werden doch die Kriminalität von Computern bekämpfen müssen. Es darf nicht angehen, dass sich dunkle Existenzen überhöhte Gehälter auszahlen. Wir werden ein Bundeskriminalcomputeramt gründen und uns unsere Gehälter selbst auszahlen. Jawohl! Denn was ist ein Computer allein? Eine tote Maschine. Was ist ein Beamter allein? Ein lebender Privilegierter auf Abruf durch eine tote Maschine. Aber Arm in Arm mit ihr. So fordern wir dieses Jahrhundert in die Schranken. Was machen wir, wenn die Computer irren und irgendwo sich irgendwas verklemmt? Wenn Drähte sich und die Relais verwirren und uns ihr Gott mit falschen Daten überschwemmt? Ein Mensch, der glaubt, es niemals zu erschüttern. Was er errechnet, ist der Weisheit Schluss. Die Untertanen werden ihre Götter füttern und wissen nichts, nur dass man glauben muss. Wir glauben an den allmächtigen, prächtigen, über uns thronenden, in uns wohnenden, bittspeienden, nichts verzeihenden, ersten großen, von Menschen geschaffenen Gott. Er liebt uns nicht. Er hasst uns nicht. Er unterrichtet uns, er vernichtet uns. Er unterschätzt uns, er ersetzt uns. Er ersetzt uns? Natürlich! Den lieben Gott! Daten verarbeiten, sie uns, wir sie. Daten, die arbeiten, uns auf, aber wie? Daten bearbeiten, sich selbst, was dann? Arten verdammt, Daten, halump, Mann! Was mache ich, wenn die Computer spinnen? Und morgen weist man mich als Türke aus. Was heißt denn spinnen? Sind sie denn von Sinnen? Sie lernen Türkisch und dann fahren sie nach Haus? Wenn man ihnen schriftlich einen Bescheid schickt, stünde ihnen Witwenrente zu. Dann gehe ich dahin, wo sie bereit liegt und trage schwarz und habe meine Ruhe. Wir glauben an die übersinnliche Kraft des Rechenzentrums, an die Magie der Zahlen, an die Hochrechnung bei Wahlen, an die Erotik von Plus und Minus, an Gehirne, die nie alarmen. Amen. Großes, allmächtiges Superhirn, du hast in deiner göttlichen Willkür geruht, meine siebenjährige Tochter zu den Gebirgsjägern einzuziehen. Bitte, damit hier nichts geschieht, mach die Gebirgsjäger auch alle zu Mädchen. Der mit Abstand spektakulärste Auftritt des Duos Schneider-Hildebrand fand im Januar 1985 statt. Obwohl sie ihr gemeinsames Projekt schon 3 Jahre zuvor beendet hatten, taten sie sich für ein mehrtägiges Gastspiel in Leipzig noch ein letztes Mal zusammen. Es wurde zu einem einzigartigen Ereignis, von dem alle, die damals dabei waren, bis heute mit leuchtenden Augen erzählen. Das war der Höhepunkt meiner Karriere. Ich werde den letzten Abend, den wir gespielt haben im Keller der Akademiker in Leipzig, nie vergessen. Denn das war verordnet als Vorstellung für die gesamten Kabarettisten und Kabarettistinnen der DDR. Die waren in einer geschlossenen Vorstellung da. Und ich hatte ja schon 2-mal im Solo in der DDR gespielt und habe gewusst, wie die Resonanzen sind auf das, was wir machen. Der Dieter Hildebrand war da sehr skeptisch, sagte, um Gottes Willen. Eine Vorstellung vor Kollegen, das wird ja wahrscheinlich furchtbar, weil die, man weiß doch, wie Kollegen sind, die sagen dann, na, so gut sind sie auch wieder nicht oder dergleichen. Ich habe gesagt, Dieter, wir sind für die keine Kollegen, wir sind für die ein bisschen was anderes. Und dann war diese Vorstellung so, dass der Hildebrand nach dem Schlussapplaus, der nie aufgehört hat, nasse Augen gehabt hat und gesagt hat, für diesen Abend hat sich der ganze Beruf ausgezahlt. Herr Schneider, wir befinden doch hier uns eigentlich in einer neutralen Zone.
neutralen Boden? Auf neutralem Boden, ja. Neutral? Ach so, Sie meinen für die Hildebrand-Schneidersche Entspannungspolitik? Ja, natürlich. Ja. Wir könnten uns doch hier ungestört an unsere gemeinsame Arbeit erinnern. Gemeinsam? Ich habe hier schon einen Ruf zu verlieren. Ich habe meinen schon vor 10 Jahren mit Ihnen riskiert. Also ich fühle mich als Satiriker dazu verpflichtet, Missstände aufzuzeigen. In diesem Land gibt es keine Missstände. Was dann? Gelegentlich gesellschaftliche Widersprüche. Und was sind gelegentlich gesellschaftliche Widersprüche? Missstände. Es ist irgendwie typisch auch für Sie, ne? Kaum sind Sie 2 oder 3 Mal hier im Lande, schon sind Sie der große Durchblicker. Ja, ja. Ich wette, wenn Sie noch ein 4. Mal kommen, dann sprechen Sie schon Sächsisch. Herr Hildebrand, ich muss Ihnen sagen, Ihre Witze sind seit unserem 8-jährigen Scheitern nicht tiefsinniger geworden. Wieso? Was heißt hier Scheitern? Das Scheitern kann man nicht sprechen. Na ja, natürlich. Vieles ging da ins Leere, aber da muss man die Schuld auch bei uns suchen. Sie haben eben die entscheidenden Texte zu schwach geschrieben. Das ist die Höhe. Sie meine Texte einfach nie überzeugend gespielt. Ach, ach. Und wie haben Sie meine gespielt? Ihre? An Texte von Ihnen kann ich mich gar nicht erinnern. Stimmt, an manche schon während des Programms nicht. Als Solist fiel es Werner Schneider nicht leicht, an die großen Erfolge anzuknüpfen, die er mit Dieter Hildebrand erlebt hatte. Aber daran wurde er natürlich gemessen. Unter der Überschrift »Geisterstunden der Heiterkeit« bescherte ihm das Nachrichtenmagazin Der Spiegel im Frühjahr 1985 einen Verriss, der vor Häme nur so strotzte. Darin wurde er von Harald Wieser als selbstgefälliger Studienrat deutsch klingender Satire gegeißelt, der in schulmeisternder und lamoyanter Weise die Dummheit der Mächtigen beklage, womit er allenfalls Büropersonal mit Schickeria-Ambitionen beeindrucken könne. Kurt Tucholsky, so Wiesers Fazit, müsse Schneiders Erscheinen auf der Bühne schon vorausgeahnt haben, als er schrieb: Der überlegene Betrachter mit der ranzigen Sentimentalität steht genau einen halben Millimeter über seiner Umgebung, weiß fatal in dem Muff kleinbürgerlicher Kreise Bescheid, gebärdet sich aber in stillen Abendstunden als unverstandener Goethe. Es war ein Keulenschlag, der Werner Schneider zwar schmerzte, ihn aber nicht davon abhielt, sein Kabarettstandbein weiter beizubehalten. Als eines unter vielen. Daneben machte er reine Liederabende, erwarb sich große Anerkennung als Jacques Brel-Interpret, dessen Texte er ins Deutsche übertrug, schrieb weiter Bücher und betätigte sich viele Jahre lang als Ringrichter bei Boxkämpfen. Das große Fachwissen, das er sich dabei angeeignet hatte, nutzte er nun als Funk- und Fernsehkommentator. Auch auf diesem Gebiet hat er es zu einiger Berühmtheit gebracht. Die erste Runde. Was muss Axel Schulz machen? Axel Schulz muss Wladimir Klitschko, den Größeren, den in der Reichweite bevorteilt, beschäftigen. Er muss in den Mann hineingehen. Er muss ganz rasch rankommen. Er muss die linke Gerade, die Wladimir Klitschko meisterlich beherrscht, neutralisieren. Und er muss die Schwächen Klitschkos im Infight in der Halbdistanz aufdecken. Im Distanzboxen hat er kaum eine Chance, glaube ich, und wenn er zurückgeht, schon überhaupt nicht. Der Sport, sagt Werner Schneider, war für ihn immer ein wichtiges Lebenselixier. Nicht nur als Kommentierender, sondern auch ganz praktisch. Während seiner Zeit mit Dieter Hildebrand zum Beispiel war es Ehrensache, dass er beim FC Schmiere mitkickte. Also in jenem legendären Verein, den Sammy Drechsel, der ebenfalls sportbegeisterte Leiter der Lach und Schieß, Anfang der 50er Jahre gegründet hatte. Eine bunte Truppe mit wechselnden prominenten Mitstreitern aus Showbusiness, Sport und Politik. Darunter auch der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ich habe im Tor des FC Schmiere gespielt. Und wenn einmal dann der Radenkovic da war oder so einer, dann habe ich heraußen gespielt. Ja, ich habe immer mitspielen dürfen. Hildebrand zum Beispiel war ein ganz guter Fußballer, nur ein derartig Ballverliebter, dass er halt so lang getribbelt hat, bis er keinen mehr hatte, nämlich keinen Ball.
Und dann waren ein paar Altinternationale dabei, nicht? Und die hatten ja nur einen Auftrag, also erstens einmal zu gewinnen. F.T. Schmiere durfte nicht verlieren, aber der Sammy musste die meisten Tore schießen. Also ich habe einmal irrtümlich bei einem Abstecher ein zweites Tor geschossen, da habe ich draußen gespielt, da sind sie zu mir gekommen und haben mich gewarnt. Lass das lieber, sonst der Sammy ärgert sich, nicht? Was Werner Schneider aber keinesfalls riskieren wollte, denn diesem umtriebigen Manager hatte er viel zu verdanken und er mochte ihn sehr. Noch heute denkt er leicht wehmütig an Sammy Drechsel zurück, der 1986 im Alter von nur 60 Jahren gestorben ist. Er war der Agent des Duos und dann später auch meiner solistischen Programme mit dem Christoph Pauli Trio. Und der Drechsel ist natürlich auch eine Figur, die aus meinem Leben nicht wegzudenken ist, schon wegen eines einzigen Satzes. Ich habe gespielt in Göttingen im Theater mit dem Christoph Pauli, ein Soloprogramm, nur mit Klavier. Und der Schröder, der damals noch Landespolitiker war, und der Sammy saßen in der Seitenloge neben der Bühne. Sammy war schon sehr krank. Und er kam nach der Vorstellung, wo er dann mich geholt hat und gesagt hat, der Schröder möchte mich kennenlernen, kam er zu mir, schon gekrümmt vor Schmerzen eigentlich, und sagt, Werner, ich bin immer so stolz, wenn du auftrittst. Das war Sammy. »1996 beschloss Werner Schneider, sich von der Kabarettbühne zu verabschieden. Ich habe in der Tat geglaubt, dass ich alles gesagt habe, dass da keine Steigerung mehr möglich ist, jedenfalls für mich nicht. Und dann habe ich noch eben gemeint, dass das Kabarett mich von anderen Dingen abgehalten hat. Ich bin ja ein Theatermann, ich wollte auch inszenieren, gegebenenfalls auch spielen, was ich dann auch getan habe.« Fett und verfressen, müd und beschädigt, möchte ich den Jungen noch sagen. Ja, nicht vergessen, die, die euch erledigt, für ihr Versagen zu klagen. Halbweich gesoffen, voll von Geschichten, möchte ich den Jungen beschwören. Weiter zu hoffen, nicht drauf zu verzichten, was euch zerstört, zu zerstören. Satt und im Wohlstand, schief und verbogen, tauge ich doch noch zum Zeugen. Wen ich zu hohl fand, wen zu verlogen, fragt mich, ich werde nicht schweigen. Zynisch und zweifelnd, fast ausgewrungen, weiß ich doch noch, was wir lernten. Das Müdsein verteufelt, wünsche ich den Jungen, dass sie zufriedener ernten. So sag ich noch einmal korrekt, auf Wiedersehen nach diesem Abschiedsabend. Das Auseinandergehen ist leicht zu überstehen nach einem Abschiedsabend. Bevor wer zu früh hofft, ich wiederhole ihn oft, noch diesen Abschiedsabend. Ich hoffe, Sie sind gerührt, jetzt wird gleich abkassiert. Das war der Abschiedsabend. Werner Schneider hat unzählige Kabarett-Chansons geschrieben. Nicht nur für sein Duo mit Dieter Hildebrandt und seine Soloprogramme, sondern auch für andere. Für Lore Lorenz zum Beispiel. Die Wut ist jung, eines ihrer berühmtesten Chansons, stammte aus seiner Feder. Die Operetteninszenierungen, die Werner Schneider an verschiedenen Theatern realisierte, sorgten hingegen für geteilte Reaktionen. Vielen Kritikern waren sie zu konventionell, zu brav. Offenbar hatten sie vom Satiriker Schneider etwas anderes, Innovativeres erwartet. In seinen 12 kabarettfreien Jahren blieb Werner Schneider aber auch durch zahlreiche Lesereisen öffentlich präsent. Und dann kam nach 12 Jahren in mir so ein Stau zusammen, wirklich ausgelöst durch den Finanzcrash 2008, der die Pointe auf das war, was wir schon in den späten 70er Jahren prophezeit hatten. Und da habe ich eine solche Wut gekriegt und eine solche Lust, es wieder zu machen, dass ich also wortbrüchig geworden bin. Und so kehrte er schließlich mit dem Soloprogramm »Ich bin konservativ« auf die Kabarettbühne zurück. Einem Mix aus alten und neuen Liedern und Texten, die er dann ständig aktualisiert hat. Ich kenne eben viele satirisch schreibende Menschen, die dann am Schluss also sozusagen die Viere von sich gestreckt haben und gesagt haben, es hat eh keinen Sinn und es nützt ohnehin nichts. Ich möchte mich vor dieser Resignation bewahren. Ich habe keine Lust zu resignieren.
und vor allen Dingen keine Lust, zynisch zu werden, was aus der Resignation hervorgeht, sondern ich möchte, solange ich kann, mich artikulieren. Der Satiriker endet für gewöhnlich als Archivar seiner Resignation. So lautete eine eher düstere Prognose, die Werner Schneider 1985 in seinem Buch »Gelächter vor dem Aus« formuliert hat. Für ihn scheint sie sich aber nicht bewahrheitet zu haben. Man hat schon Phasen im Leben, wo man sagt, das ist eigentlich eine Niedertracht, dass man alt werden muss. Aber wenn man dann ein bisschen vernünftig ist, dann muss man sagen, das ist also so vorgesehen im Rahmen der menschlichen Existenz. Und dann beginnt man natürlich heiter zu werden. Ich wollte mich immer unterhalten und ich werde mich auch als Alter unterhalten. Und ich werde nicht aufhören, irgendetwas zu tun. Und wenn es einmal zu einer Krankheit kommt, wo man abwägen muss, zahlt es sich noch aus, die Schmerzen zu ertragen, oder zahlt es sich nicht mehr aus, dann wird man die Konsequenzen ziehen, wenn es sich nicht mehr auszahlt. Ich finde das vollkommen richtig, dass der Hausarzt einem verspricht, wenn es denn einmal so weit ist, dass du sagst, dann rede ich mit dir noch einmal ernst und wenn wir uns dann einigen, dann mache ich es. Und dafür müssen die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Das hat mit Euthanasie ja überhaupt nichts zu tun. Anders als Dieter Hildebrandt, der immer gesagt hat, dass er öffentlich auftreten möchte, solange wie er es irgend schafft, hat Werner Schneider beschlossen, nun endgültig Abschied zu nehmen von der Bühne. Und diesmal wirklich. Mit einem allerletzten Programm. Das war's von mir. Premiere ist am 25. Januar in Wien, also am Abend seines 80. Geburtstages. Ich spiele bis zur Pause Best of Cabaret, immer auf dem letzten Stand. Und nach der Pause singe ich meine persönlichsten Chansons. Ziemlich auch um in der Pause. Also ich mache es mit zwei Anzügen, also mit meinem Kabarettanzug und mit meinem Showanzug. Ich lerne gerade, mühsam, aber ich nehme kein Buch auf die Bühne. Wenn ich es nicht auswendig kann, kriege ich rechtzeitig die Mumps. Für alle, die lesend in den schillernden Lebenskosmos von Werner Schneider eintauchen möchten, seien zum Schluss noch zwei seiner Bücher besonders empfohlen. Unter der Überschrift von einem, der auszog, politisch zu werden, hat Schneider 2014 eine Auswahl seiner besten Texte noch einmal herausgebracht, ergänzt um zeitgeschichtliche Anmerkungen. Und jüngst erschienen Gespräch unter zwei Augen, eine Lebensbilanz in Form eines Selbstgespräches. Der primäre Grund war, ich wollte der Langeweile einer Biografie vorbeugen. Es gibt zwar ein paar positive Beispiele, aber das Gros ist dieses von vorn bis hinten Erzählen. Davor hatte ich eine richtiggehende Scheu. Und ich habe mir gedacht, wie kann man sowas attraktiv machen? Indem man die Biografie der Themen schreibt. Also ich habe jetzt diese ganzen Themen, die das sind 23 Gespräche, da ist das Thema Tormann dabei, das Thema Singen dabei, das Thema Kabarett dabei, das Thema Ehe dabei, das Thema Vatersein dabei und. Und am Schluss natürlich das Thema Altern und Sterben, logischerweise. Und das habe ich eben die Biografie des Themas geschrieben. Wann ist es in mein Leben getreten und wie sieht es heute aus? Und wenn man jetzt sozusagen diese 23 Linien bündelt, dann hat man einen Strick. Mein allerletztes Glas soll euch ein Anlass sein für neue Saufereien. Bitte versprecht mir das. Mein allerletztes Glas ist mehr als ein Pokal. Man hat ja nur einmal ein allerletztes Glas. Und wenn mit jedem Schluck das Leben leise abrinnt und immerzu hinabrinnt, trinke ich es Zug um Zug. Und jedes Rauschprojekt, das man einmal gesagt hat, und immer zu vertagt hat, kommt wieder, wenn's mir schmeckt. Und kann ich nicht mehr stehen, dann stützt mich irgendwer. Ich will vom Hügel her noch einmal alles sehen. Es ist ein Wartesaal, das Land, das mir verschwimmt. Ich habe Angst, das stimmt. Ein allerletztes Mal.